aus der Hauptstadt, der Foodie Club. Heute Abend mit René Schmöckwitz. Er ist der CEO der Schmöckwitz Limited. Martin Henkel vertritt die Berliner Zeitung. Andreas Rüttenauer geht für die Taz Live-Übung an den Start. Moderation Stefan Osterhaus, die neue Zürcher Zeitung. And now, ladies and gentlemen, it's talk time. Schönen guten Abend, liebe Fußballfreunde, an alle Liebhaber des Fußballsports. Seit gefühlt zwei Dekaden diskutiert die Fußballrepublik über nichts anderes, über den Leverkusener Stürmer Stefan Kießling. Er trifft gefühlte 365 Mal im Jahr. Trotz alledem mag ihn offenbar niemand in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Wir hier im Footy Club, wir fragen uns, was hat Joachim Löw eigentlich gegen diesen Mann? Aber eigentlich sind wir es ja auch leid. Wir haben die Schnauze gewissermaßen voll. Und deswegen ziehen wir heute Abend einen Schlussstrich unter diese Debatte um Stefan Kießling. Andreas Rüttenauer, was haben Sie gegen ihn? Ich kann es eigentlich überhaupt nicht haben, wenn ich einem Fußballer beobachte, der so gar keine Reibungsfläche bietet. Er grätscht keine Gegenspieler fies ab und verletzt sie so schwer, dass er nur noch für die Nationalmannschaft eines anderen Landes spielen kann. Er redet nicht dumm über Wechsel ins Ausland, verwechselt keine Länder, sagt nicht, dass Schach mit Würfeln gespielt wird. Ja, ich kann das nicht leiden. Dieser Mann bringt mir zu wenig Reibung in den deutschen Fußball. Ja. Nichts wie weg mit diesem Mann aus der Nationalmannschaft. Wenn ich Sie recht verstehe, ist Stefan Kießling offenbar zu intelligent für die deutsche Fußballnationale. René Schmöckwitz, ist das Ihr Eindruck? Nee, das ist nicht mein Eindruck. Also ich denke, dass Joachim Löw intelligent genug ist, um sich das Problem Stefan Kießling schon sozusagen proaktiv vom Leib zu halten. Ich glaube, er hat schon Präventivschlag. Er hat schon einen ähnlichen Stürmertyp in der Nationalmannschaft, den er, glaube ich, auch nicht, von dem er auch nicht keine lieblichen Träume hat, wenn er an ihn denkt. Das ist Mario Gomez. Das sind beides Stürmer, die sozusagen bedient werden müssen. Sie müssen angespielt werden, sie brauchen Flanken. Sie sind nicht gerade die Künstler des Kurzpassspiels und deswegen glaube ich, dass selbst in dieser angeblichen Notsituation, wo jetzt beide Stammstürmer der deutschen Nationalmannschaft verletzt sind, wird sich Joachim Löw nicht kurzfristig noch dieses Problem reinbauen. In der Beziehung ist es eigentlich egal für mich, wie ich zu Stefan Kießling stehe. Und wie stehen Sie dazu? Ich habe zu Stefan Kießling aus bekannten Gründen ebenfalls keine richtige Meinung. ich kann aber Joachim Löw verstehen, das ist konsequent, was er macht. Ja. Zwei Männer, keine Meinung. Martin Henkel hat hoffentlich eine. Also ich finde ihn nett. Ich habe neulich gelesen, dass Stefan Kießling in seiner Jugend Koch werden wollte. Das ist eine zweite Leidenschaft. Und er hat berichtet, wie er damals, als er noch bei Nürnberg gespielt hat, im Mannschaftsbus auch immer das Catering übernommen hat. Es gab da, wo angeblich, also er hat gesagt, es gab so 300 verschiedene Fertiggerichte. Tütensuppen, Buchstabensuppen, tiefgefrorenes Lammfilet aus Neuseeland. Und er hat dann immer übernommen, das Essen warm zu machen und zu verteilen im Bus. Das hat ihn ausgefüllt. Ab in die Mikrowelle, ja. Also insofern denke ich, dass er schon damals in frühen Jahren gezeigt hat, dass er mannschaftsdienlich arbeiten und auch spielen kann. Ich glaube auch übrigens nicht, dass er ein klassischer Stoßstürmer ist, sondern er hat unter Hans Meyer bei Nürnberg gelernt, wie man die Bälle aus dem Mittelfeld holt und auch verteilt. Also insofern, er ist eigentlich ein Stürmer modernen Zuschnitts. Was ihm, glaube ich, fehlt, ist wirklich tatsächlich ein internationaler Punch. Und es ist in Deutschland immer eine ewige Debatte, dass die Torschützenkönige viele Jahre, Max, wir erinnern uns an Martin Max, nicht in die Nationalmannschaft kommen. In der Bundesliga Tor zu schießen, heißt ja eigentlich noch lange nicht, dass man auch internationales Format hat. Und ich glaube, dass genau, das ist Löws großes Problem. Er kennt seine Zukunft, liegt als eher in einer Funktion als Koch in der Nationalmannschaft. Genau, also kulinarischen. Bierhoff, Spezi, Stromberg mal nicht mehr für den DFB. Die Tür ist nicht zu. Das hat ja auch Joachim Löw hat ja auch gesagt. Ja. Also wenn jemand in eine astronomische Unform geraten sollte, wie Klose oder Gomez oder beide sind verletzt, wie sie es gerade eben sind, dann wäre er bereit, ihn mit zur WM nach Brasilien zu nehmen. Als Koch, ja.
Und, also und insofern, es ist ja noch nicht, die Tür ist nicht zu, aber es ist natürlich eine leidliche Debatte. Und ähnlich wie bei Martin Max, der mit 35 Torschützenkönig geworden ist, glaube ich. Ja. Ist das jetzt Martin Max ist übrigens mit 35 nochmal beobachtet worden. Ne? Mhm. Also im Alter, im stolzen Alter von 35 nochmal beobachtet worden von Michael Skippe und hat daraufhin gesagt, der hat wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank. Also deswegen denke ich, hält sich auch. Den Fehler nämlich genau nicht begehen. Genau, er wird ihm vielleicht möglicherweise noch zur WM 2018 in der wäre dann Stefan Kiesling wie alt? Da wäre dann auch fast die 35, wenn er dann erreicht, wird er vielleicht nochmal beobachtet. Ja, wir haben damals versucht, den Martin Max anzurufen, nachdem diese Entscheidung gegen ihn gefallen war. Er hat damals in der Nähe von München in Baldham zusammen mit Marco Kurz gewohnt und wir haben nur den Kurz ans Telefon gekriegt. Der hat gesagt, der ist so sauer. Martin Max, der spielt mit seinem Sohn im Garten Fußball und schießt ihm eins nach dem anderen durch die Beine. Und das wird er wahrscheinlich noch die nächsten 3 Wochen tun. Und wir können ihn nicht sprechen. Stefan Kiesing ist Jungvater geworden. Müssen wir also jetzt um den Familienfrieden da im Hause Kiesing fürchten? Nee, also ich meine, ich muss noch mal von Herrn Henkel irgendwie die Einlassung abnehmen, dass die Torschützenkönige der Bundesliga nicht wohl gelitten sind in der Nationalmannschaft. Das stimmt in dem Falle nicht wirklich. Es hat einfach in den 90er Jahren hat es einfach 2 Stammstürmer gegeben, Klinsmann und Völler, die haben beide im Ausland gespielt. Das hat damals den Weg verbaut für Leute wie Fritz Walter, wie ich glaube... Fritz Walter war ein bisschen früher, ne? Nee, der Fritz Walter von Stuttgart. Ja. Ach so, der andere Fritz Walter. Ja, der andere Fritz Walter. Der mit dem Schnauzbart und den graumelierten Locken. Unter anderem auch anderer Kandidat war Roland Wohlfahrt. Auch der. Sie haben dann beide und wie gesagt, also ab 2003 glaube ich hat dann Miroslav Klose schon gestürmt und hat eigentlich über Jahre hinweg hat er eigentlich sozusagen den Platz blockiert. Also für ja, 2002 das Tor gemacht, übrigens, hat eben auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Seit dieser Zeit haben wir ja in der Footy-Club-Bibliothek ein von uns viel gelesenes Buch stehen, das heißt den letzten Abschied selbst gestalten. Ausgelesen, also zerlesen. Das ist auf alle Fälle eine gute Empfehlung für Stefan Kiesing, weil das wird jetzt nichts mehr werden. Also ich denke, Joachim Löw hat deutlich gemacht, dass er nicht mehr nur auf Stefan Kiesling nicht setzt, sondern womöglich auch Miroslav Klose wird nach der WM 2014 ja auch seine Karriere beenden. Und, ob der ein Jammer übrigens. Ein großer Jammer. Und ob der Stoffschuh-Kollege Mario Gomez nochmal Stammspieler wird in der Nationalelf, ist ja auch offen, weil solche Charaktere wie Sie, Herr Henkel, also die für den schlechten Ruf von Mario Gomez verantwortlich sind. Ich habe nur beschrieben, was der Fall ist. Ich muss noch mal ganz kurz die Statistik, also den Zentralrechner der Schmeckens Limited bemühen. Es ist zur Ehrenrettung der deutschen Torschützenkönige. Hat es in den letzten 12 Jahren hat es 16 Torschützenkönige gegeben und davon waren tatsächlich nur 4. In den letzten 12 Jahren hat es 16? Ja, weil es Doppeltorschützenkönige. 4-mal haben sich die das. Doppeltorschützenkönige. Und von diesen 16 Torschützenkönigen haben jeweils nur 4 Deutsche sozusagen die Torjägerkanone gewonnen. Und von denen ist tatsächlich aus den letzten 12 Jahren Stefan Kiesling der Einzige, der jetzt dieses Problem in der Nationalmannschaft, weil die anderen beiden sind Miroslav Klose und Mario Gomez. Ja, das muss natürlich, hat es irgendeinen Grund. Der Kiesling war ja etliche Male nominiert, war 2010 auch dabei. Ich habe manchmal das Gefühl, der Joachim Löw, der möchte ja eine Mannschaft präsentieren, von der er sagen kann, er hat sie geformt und ich vermute, dass er diesen Stefan Kiesling eben in seinem Sinne nicht für formbar hält oder anders gesagt, dass er ihn nicht so verkaufen kann, als hätte er ihn geformt. Und das macht es wahrscheinlich auch besonders schwierig. Aber eben sagen Sie doch, dass Kiesling jemand ist, der quasi durch jedes Raster fällt. Aber wenn das jetzt zutrifft, was Sie gerade sagen, Herr Ruttenauer, dann wäre Kiesling doch eigentlich zu profiliert und mit zu vielen Ecken und Kanten versehen für Joachim Löw. Was ist denn da jetzt der Fall? Tja, das ist ja genau das, worum wir die ganze Zeit reden. Das ist das, worum wir eigentlich nicht mehr reden wollen. Und deswegen ziehen wir auch heute den Schlussstrich. Wir heute den Schlussstrich ziehen wollen. Ja, wir können viel vermuten über diesen Mann. Wir werden es nicht wissen. Wir glauben dem Bundestrainer,
dass der Mann offenbar nicht geeignet ist, fertig, aus. Ja. Wir haben also keine ich, andere Wahl. Also wenn ich dann ganz kurz meine Meinung dazu vertreten darf, ich denke, er kann in seiner Summe mehr als Mario Gomez, aber er kann nicht so gut von dem, was Mario Gomez wirklich gut kann. Deswegen ist der Bundestrainer gut beraten, mit Mario Gomez zur Weltmeisterschaft zu fahren, nicht mit Stefan Kießling. Er ist jemand, Sie haben es, glaube ich, eben gesagt, aber wer hat es gesagt, den Punch auf internationalem Niveau nicht hat. Ich denke, er ist jemand, der bestenfalls internationale Klasse spielt, der aber nicht für die Weltklasse reicht. Und aus diesem Grunde, und das ist die Ambition von Joachim Löw, und Gomez ist in den Dingen, die er kann, ist er Weltklasse und kann deshalb vielleicht dann auch mal wieder ein Spiel. Aber ist das trotzdem eine gute Entscheidung, wenn ich an so Spieler denke wie Oliver Neuville? Der Held von Dortmund. Ist es nicht auch vielleicht angebracht, jemand mitzunehmen, der in einem Turnier nur einmal einen guten Ball trifft? Ja, aber ich glaube, das entspricht dem Charakter von Löw nicht. Der Löw will einen Fußball spielen und bis zur WM 2014 installieren, der mit einer, wie wir wahrscheinlich alle schon gehört haben, mit einer falschen Neun spielt oder wie der Trainer von SC Freiburg gesagt hat, mit einer schwimmenden Neun. Mhm. Also das heißt also nicht mehr der klassische Mittelstürmer, den man mit Vorlagen füttert, sondern jemand, der mitspielen kann, der Räume reißt, dass da die, das Vierer- oder das Fünfer Mittelfeld, je nachdem, wie man die Sechser bewertet, reinstoßen kann. Und weil Löw hat es schon mal gesagt, im August hat er ja schon mal, als es gegen Kasachstan ging und Klose war verletzt, Gomez war der einzige nominelle Stürmer, der hatte sich dann auch verletzt im Training, schon mal erläutert hat, dass er, also sein Spielstil, dieser dominante Ballbesitzfußball, den Gegner ja in dessen eigene, seinen eigenen Strafraum drückt, dadurch werden die Räume eng, dadurch braucht er eigentlich Spieler wie Gomez oder wie vielleicht den Thomas Müller vom FC Bayern, die so ein bisschen, die sich eigentlich eher wie Mittelfeldspieler bewegen, die Räume reißen, die Innenverteidiger rausziehen aus dem Zentrum, damit dann die torstarken Mittelfeldspieler wie Marco Reus, wie ein Özil reinstoßen können und dann die Tore schießen. Und deshalb, für das System brauchst du keinen Kießling. Und das ist ihm sicherlich bewusst. Und er kann mit Max Kruse einen aufbieten, der ähnliche Finisher-Qualitäten hat, aber der eigentlich als tatsächlich geschulter Zehner in dieses Turnier mitgehen wird. Sobald sich diese Entwicklung ja schon angekündigt hatte, vor 4 Jahren, als die U21-Nationalmannschaft den Europameistertitel geholt hat, hat Horst Rubech, der ja eigentlich ein klassischer Vertreter eines klassischen Mittelstürmers sein müsste, Kopfballstürmer sein sollte, hat damals aufgebotene Mesut Özil und Dejaga im Sturm. Und beides sind Mittelfeldspieler. Und er musste sich damals schon den Vorwurf, oh, was heißt der Vorwurf, er hat damals schon gefragt, etwas süffisant, spielt denn der Rubech jetzt ohne Stürmer? Ja, und dann aber kaum hat er dann Sandro Wagner im EM-Finale gebracht, schießt der Wagner, schießen die auf einmal 4 Tore mit echten Mittelstürmer. Das ist die ganze Pointe bei dieser Geschichte. Aber nochmal ganz kurz zurück zu Kruse. Also ich habe jetzt überall gelesen, also auch bei den Kollegen von den großen Zeitungen, bei den Fachleuten, dass Kruse der einzige Stürmer ist, den Löw nominiert hat. Aber Sie haben es ja eben schon gesagt, Kruse ist ja jemand, der dem Selbstverständnis nach eher tatsächlich ein Spielmacher ist. Jemand, der eigentlich sich gern zurückfallen lässt, auch gerne Pässe spielt, jemand, der ein kreatives Potenzial hat. Aber können wir daran absehen, wenn Kruse jetzt nun wirklich nominell der einzige echte Stürmer nach der Doktrin von Löw ist, dass die Neun dem Ende entgegenstrebt und den letzten Abschied so langsam gestaltet bei der Weltmeisterschaft im letzten Jahr? Das kann man natürlich sagen, gilt natürlich bei weitem nicht für alle Mannschaften, sondern es kann nur für Mannschaften gelten, die mit dem Selbstbewusstsein und mit diesem Selbstbewusstsein eben auftreten, das Spiel zu machen, zu dominieren, den Gegner zu beherrschen. Nur dann kann ich mir das herausnehmen, so zu argumentieren. Also wenn ich genügend Spieler habe, mit denen ich das Mittelfeld so vollstellen kann, dass der Ball zirkuliert, dass ich genügend Leute hinter den Ball kriege, die dann ins Laufen kommen, nur dann, wenn ich diese Dominanz, wenn ich glaube, dass ich diese Dominanz ausüben kann, ja, dann kann ich auf diese Neun verzichten. Ja. Und davon scheint eben Joachim Löw auszugehen. Er will diese WM mit einem dominanten System spielen. Vorreiter natürlich auch da wieder im letzten Jahr Spanien ja auch ohne echten Mittelstürmer Europameister geworden. Vorher hat man ja noch Mittelstürmer gehabt.
Ich bin damals, ja, ich bin damals im Radio, habe ich damals, dann haben wir über die, den falschen Neuner oder falschen Fünfter oder was auch immer geredet. Und ich bin damals früher, in den echten 20er gab es da auch schon nicht mehr, da gibt es nur noch ein FIFA-Exekutivkomitee. Und ich bin damals halt eben von den Hörern für verrückt erklärt worden, als es da um den falschen Neuner ging. Aber tatsächlich hat sich Spanien ja damals schon auf diesem Weg gemacht und auch gezeigt, dass man ohne echten Mittelstürmer erfolgreich sein kann. Ich denke mir... Was wäre denn jetzt zum Beispiel, wenn die deutsche Nationalmannschaft, wenn Löw zum Beispiel vor der Frage stehen würde, ob er einen Zlatan Ibrahimovic nominieren soll oder nicht? Ja, dann glaube ich einfach, dass Ibrahimovic in der Summe seiner Fähigkeiten so überragend ist, dass man auf diesen Spieler gar nicht verzichten will. Ja, aber das wäre der Element in der deutschen Nationalmannschaft, ähnlich wie bei Barcelona, das eigentlich störend ist? Also das, weiß ich, ja, das ist kein Chorknabe. Ich denke, das ist auch ein ganz wesentliches Problem halt eben bei Löw, dass die Mannschaft ja auch sehr glatt gebürstet ist. Ich meine, das ist ja auch einer der Gründe, warum ein kantiger Spieler wie Mats Hummels da immer wieder ein paar Probleme hat. Allerdings kantig ist Kiesing ja nun wirklich nicht. Ja, aber kantig ist auch Mats Hummels nicht, weil Mats Hummels ist pomadig und stellt Ansprüche, die ihm nicht zustehen, nämlich... Führungsrolle, die hat er nicht, weil Balltritt, ne? Nein, aber er ist nicht gut genug, um Ansprüche zu stellen, die Ansprüche von einem Philipp Lahm, von einem Bastian Schweinsteiger oder von irgendwelchen anderen Bayern-Spielern überragen. Kante hat der auch keine. Der ist einfach nur, der ist machtbewusst oder macht geil, je nachdem, wie es ist. Ja, aber trotzdem, das ist schon eine interessante Frage. Hätte so ein Spieler in einem System Löw Platz? Der ist ja bei Guardiola, bei Guardiola ist er auch aussortiert worden. Ja, natürlich, also, genau. Weil er davon ausgeht, dass, wenn er in einer Mannschaft ist, das Spiel sich nach ihm ausrichten muss. Genau. Und um Gottes Himmels Willen, das ist genau das Letzte, was Joachim Löw will. Na gut, aber ich finde, letztendlich ist ja, ich glaube, das große Problem von Joachim Löw ist unter anderem auch, dass Stefan Kießling eben diese dominante Rolle in seinem eigenen Verein ausübt. Das heißt also, man müsste einen, der sozusagen in einer deutschen Spitzenmannschaft eine dominante Rolle, auch Kießling ist, glaube ich, Kapitän, diese dominante Rolle im eigenen Verein ausübt, der müsste ja im Prinzip sich in der Hierarchie ganz hinten anstellen. Und das sind Spieler wie Martin Max nicht gewesen, das ist auch ein Roland Wohlfahrt nicht gewesen, das sind auch andere Stürmer, die möglicherweise nie eine Einsatzminute in so einem großen Turnier bekommen würden, sind das nicht gewesen. In der Beziehung ist das auch ein bestimmter Sprengstoff auf der Personalführung. Aber ich meine, aber worüber reden wir gerade? Wir reden hier, ich meine, vergleichen Sie doch bitte mal Martin Max oder Roland Wohlfahrt mit der Weltklasse ihrer Zeit. Also ich meine, das war bestenfalls, ich glaube, der Kicker hat auch damals noch eine Rangliste gehabt, da ging es ja noch, ich glaube, da war es Weltklasse, internationale Klasse, länderspielreif, Blickfeld und im weiteren Kreis. Ich glaube, all diejenigen wären international im weiteren Kreis gewesen. Da sind wir aber beim Stefan Kiesling schon auf einem anderen Niveau. Da sind wir irgendwo zwischen noch, länderspielreif und internationale Klasse. Damals gab es noch Stürmer, die mit einer Laufleistung von einem Kilometer durch so 90 Minuten gekommen sind. Ja, ich erinnere an Dieter Schatzschneider, der gesagt hat, ja, sie haben alle gedopt, aber ich nicht, weil ich bin eh nicht so viel gelaufen. Das wäre gar nicht gebracht. Nein, aber es wäre doch mal interessant, wie sich diese Debatte wenden würde, wenn jetzt zum Beispiel Stefan Kiesling in dem Champions-League-Spiel gegen Manchester United möglicherweise Manchester abgeschossen hätte mit 3 Toren. Dann hätte diese ganze Debatte möglicherweise einen ganz anderen Drive bekommen. Das Problem ist, dass Stefan Kiesling sich immer diesem Konjunktiv aufhält. Und er hat ihn noch nie erfüllt. Und das weiß auch Joachim Löw. Stefan Kiesling, es gibt nicht einen großen internationalen Auftritt, an den man sich hierzulande erinnert. Ja, das ist richtig. Auch nicht im Verein? Auch nicht im Verein, also nur im Verein. Also ich meine, die 6 Länderspiele, die er hat, die zählen da auch nicht dazu. Und insofern weiß einfach Löw... Also wenn ich so einen Spieler mitnehme, der vor allem auch groß ist, den ich mit hohen Bällen füttern muss, wo ich über die Außen kommen muss und mit Flanken, der macht ja auch viele Abstaubertore, muss ich das Spiel, wie das der Rüttenauer gesagt hat, auf ihn zuschneiden. Und das will Löw nicht. Löw will, das Option ist sein Ideal, haben. Glaube ich. Er will Optionen haben. Seine Devise heißt schwimmende oder falsche Neun, also starkes Mittelfeld, eigentlich kein Mittelstürmer mehr, damit ich variantenreicher bin an der Strafraumgrenze. Mhm. Weil ansonsten ist mir das zu dicht drin, weil ich will ja... Aber selbst denn Pep Guardiola wechselt dann einen großen Mann am Schluss ein, damit vielleicht der irgendwie seinen Schädel doch noch an den Ball kriegt. Und jetzt kommen wir nämlich genau zum Problem von Löw. Wenn er wieder gesund ist, macht das dann der Martinez. Der Löw ist ein Ideologe und er hat schon bei der EM gezeigt, dass er keine Plan, dass er keine B- und C-Pläne in der Tasche hat. Und sich auch offensichtlich nicht drum kümmert.
Und zu einer WM zu fahren, 2014, und zu glauben, dass er immer so einen Fußball spielen kann wie gegen Kasachstan, Aserbaidschan und Tadschikistan, das wird so nicht funktionieren. Er wird, oder Irland. Er wird auf Leute treffen, die ähnlich hoch pressen, die ihn in seine eigene Hälfte drängen. Und dann wäre er eigentlich klug beraten, Stoßstürmer zu haben, wie Gomez, ganz Kiesling, genau. Oder mit denen er halt schnell einen Konter. Ja gut, aber wo sind sie? Wo sind sie? Woher nehmen, wenn ich fehlen? Wir haben gerade Alphas, wenn wir in die Bundesliga gucken, wir haben da Stürmerflaute. Wir haben den Hoffenheimer Stürmer Volland, der gerade recht erfolgreich ist. Sicherlich ein talentierter Mann, aber jemand, der auch eher über den Flügel kommt. Gar nicht mal so schlecht, wenn es um Konter geht. Ein anderer Mann, der, glaube ich, auch vielversprechend ist, hier in Berlin natürlich auch verkannt wurde, ist Pierre-Michel Lasogga. Lasogga, der zuletzt jetzt im Hamburger SV, beim HSV, kaum spielt er unter dem richtigen Trainer. Jos Luoka ist auch ein richtiger Trainer. Macht da einen Hattrick, war auch lange verletzt, das muss man auch dazu sagen. Möglicherweise ist das jemand, der durchaus Talent hat und auch Länderspielreife erlangen kann als klassischer Stürmer. Ich muss sagen, ich habe ihn gesehen, also bei der U21 EM in Israel, und er hat mir da, also wenn man diese Trainingseinheiten gesehen hat von ihm, diese körperliche Präsenz, die ist schon enorm, auch wie der die Leute da bearbeitet, die gegnerischen Verteidiger, wenn der die anläuft, ne? Das ist schon nicht schlecht, also das ist schon jemand, der auch... Aber wir sind noch mal bei Kiesling, also ich bin der Meinung... Nein, wir müssen Optionen gucken. Ja, ja, nach der Option, okay, aber Fakt ist doch eins, also ich denke, dass nach, so wie das Löw sieht, hat er mit Gomez schon ein Stürmer, den er ungefähr so einsetzen würde wie Kiesling. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Gomez bei Löw keine erste Geige spielt. Also das heißt, er hat schon ein Problem mit Gomez, weil er ihm wahrscheinlich in einem Turnier, wenn Miroslav Klose fit ist, keine Einsatzminuten gibt. Mhm. Jetzt baut er sich vielleicht mit dem Kiesling nur aus einer Notsituation in einer WM-Qualifikation, ja, die fast schon entschieden ist, in der er möglicherweise also nur noch einen Punkt braucht, baut er sich doch nicht noch eine weitere Personalie ein, die er irgendwann wieder abstoßen muss. Aber er kriegt also gutes Essen. Sprengstoff. Er kriegt möglicherweise gutes Essen, eine Buchstabensuppe. Eine ordentliche Kiesling-Kuchen. Das spricht doch vollkommen auch gegen die These, dass Kiesling immer ist, der bedient werden muss. Ja, der lässt bedienen, der Koch jetzt. Ja. Aber wir schwärmen ja seit einigen Saisonen schon von einem Stürmer in der Bundesliga, Robert Lewandowski, der eben nicht dieses falsche 9-Ding spielt. Sondern eine klassische, echte 9. Einer, der so wie Kiesling und der Meier gut prellen kann, der den Ball aber auch gut mitnehmen kann, der irrsinnig schnell ist, der irrsinnig giftig im Zweikampf ist, der stehen bleibt, wenn andere auf seinen Hacken rumstehen. Also diese 9 als Stürmer-Idol, die spielt in der Bundesliga, ihr seid leider kein Deutscher. Mhm. Ja, und der zweite ist natürlich Mandzukic bei den Bayern, der auch immer noch eine gewisse Rolle spielt, auch unter Guardiola spielt er noch eine Rolle. Allerdings ist der ja jemand, bei den Bayern muss man zum Beispiel sagen, du hast zwei Außen-Mittelfeldspieler mit Robben und Ribéry, die beide so ungern flanken. Ne? Also das heißt, also Die spielen Pässe, die spielen durch die Mitte, die ziehen selber in die Mitte, und in dem Fall ist dann eben einfach auch so einer wie Gomez von Guardiola sicherlich aussortiert worden. Weil der, wie gesagt, also der würde von denen gar nicht so bedient, der wäre gar nicht so bedient worden, wie er es. Und das ist jetzt eben die Frage, wenn Löw sein System daran orientiert, an dem, was Guardiola macht, dann wird er über kurz oder lang, wie gesagt, Klose sein. Ja, dann muss aber Lahm im Mittelfeld spielen, wenn er sein System daran orientiert. Man muss ja auch generell mal die Frage stellen, also was hält Joachim Löw eigentlich davon, was da gerade im FC Bayern, der wirbelt ja alles durcheinander. Na gut, okay. Da bleibt ja kein Stein mehr auf dem anderen. Na gut, aber das ist jetzt in der Stürmerdebatte ja quasi... Das ist ein Teil davon. Wir haben ja den Thomas Müller als Stürmer gesehen, und im Gegensatz zu manch anderen auch spanischen falschen Neunen in einer Rolle, die durchaus nah an der echten Neun war. Ich war überrascht, wie viele Kopfballduelle der gewonnen hat im Mittelfeld. Der ist sehr kopfballstark, absolut. Und ich meine, es gibt ja jede Menge Spieler, die torgefährlich sind. Man hat Özil, ne? Mario Götze nicht zu vergessen, also der neue Ergänzungsspieler bei FC Bayern. Ne? Thomas Müller sowieso. Marco Reus, großartiger Fußballer. Also da gibt es jede Menge, die das wirklich ausfüllen können. Also insofern ist da kein Mangel. Und ich glaube, ein torgefährlicheres deutsches Mittelfeld, das hat es nie gegeben. Es ist auch noch nie so zahlreich besetzt gewesen. Ich glaube, Löw hat gegen Kasachstan im August damals 13 Mittelfeldspieler nominiert von 21, glaube ich. Also das ist enorm. Nochmal, ich will darauf hinweisen, ich glaube,
Also man muss darüber nachdenken, ob Löw sich nicht Varianten nimmt, wenn er nicht. Aber die Variante hat der Gomez. Welches Alleinstellungsmerkmal hat denn Stefan Kießling? Hat er nicht. Also insofern, der Kießling ist keine Debatte mehr wert. Also, er ist ein toller Stürmer, also meiner Meinung nach. Was denken Sie, wie er charakterlich so oft ist? Das ist sicherlich ein feiner Zeitgenosse. Er spielt ja auch Poker, glaube ich, das wissen Sie ja ganz gut. Er pokert immer mal, aber auch dezent, ne, auch zurückhaltend. Möchte sein Mitspieler nicht wehtun, deswegen. Hat auch gesagt, ne? Gesagt, deswegen wird um eher geringe Summen gespielt. Ja, geringe Summen. Und deshalb vielleicht. Aber Sie hatten ja noch so eine Geschichte auf Lacher, also da ging es um die Mutter von Stefan Kießling. Da gibt es keine Geschichte mehr. Also Stefan Kießling ist jemand, der. Ist ein Muttersöhnchen, sagen Sie. Das kann ich nicht einschätzen. Also als er damals bei Leverkusen angehört hat, hat er gesagt, dass er immer noch zu seiner Mutter Wäsche waschen fährt und dass er heimatverbunden ist und zurückhaltender Spieler und sein Ding macht. Und das sind sicherlich Worte, die nicht an die Dimension. Der Joachim Löw, der fragt ja seine Leute nicht, bei wem lässt du die Wäsche waschen? Kannst du das selber? Ja, vielleicht was ist das Programm? Ich habe ja den Verdacht, Andreas Rothenauer, dass der Joachim Löw so einen Wirkenden hat. Nein, aber ich meine, Bernd von Marwijk hat jetzt einmal werden die angezogen. Nein, hat so einen Fragebogen für seine Spieler vom HSV vorbereitet, bevor seine. Und darin waren ja diverse Fragen. Vielleicht hat es ja Joachim Löw ja auch mal gemacht. Proaktiv. Und hat ihm nicht gefallen, was der Stefan Kießling da reingeschrieben hat. Also das ist aber auf der anderen Seite. Wir wissen es nicht. Wir werden es vielleicht auch niemals erfahren, weil der Löw ist eigentlich wie eine Sphinx. Ich meine, wen lädt er jetzt ein? Marcel Janssen? Ja. Und hat nachnominiert Heiko Westermann, also ein Footy-Club. Member auf der Blacklist. Da fehlen mir alle Worte. Da fehlen mir der steht aber gerade der steht auf Worte. Der schwarzen und auf der roten Liste gleichzeitig. Das musst du erst mal also das ist unfassbar, wieso diese also ich meine, der HSV hat die löchrigste Abwehr aller Zeiten und der lädt zwei dieser Defensivspieler lädt er irgendwie zu seiner Mannschaft ein. Also insofern, das ist nicht ganz nachvollziehbar, was er dort macht. Bei Kießling allerdings, ergründlich die Wege des Joachim Löw. Unergründlich, aber andererseits, vielleicht sollten wir uns da mal eine höhere Instanz wenden, bevor es vorbei ist. Ja, der liebe Gott. Bevor wir nicht mal fragen können. Die Faust gehört nicht nur auf den Tisch, sondern auch mal ins Gesicht. Das war der finale Punch. Martin Max hat rückblickend auf seine Stürmerkarriere mal gesagt, er hätte offensiver mit seinen Talenten umgehen sollen, in Interviews und in der Außendarstellung, um vielleicht noch nur nachnominiert zu werden. Vielleicht hätte auch Stefan Kiesel. Gut, der Mann galt als Ekel. Ne? Das kann man jetzt von Stefan. Martin, ja. Intern. Ja, naja, also Jux und Max. Sein größtes Karriereproblem war, er war das Ekel nicht nach außen. Nein, ich glaube nicht. Ich würde eher sagen, also es war vermutlich seine größte Karriereleistung, das Ekel nicht nach außen zu transportieren. Tja, ich glaube, wir haben gehalten, was wir versprochen haben. Der Footy-Club hat einen Schlussstrich gezogen unter die leidige Stefan Kießling-Debatte. Schluss mit lustig. Stefan Kießling bleibt raus. Ich denke doch, oder? Stefan Kieslings Nationalmannschaftskarriere ist hiermit mit einem Rundstrich. Ist hiermit vom Footy-Club für Also wenn Sie was erledigt haben, melden Sie sich bitte jetzt. Ansonsten einen haben wir noch. Ein Lied auf Stefan Kießling. Ein Lied auf Stefan Kießling. Das hat er sich verdient. Hat er sich verdient. Eine kleine Grabrede muss schon sein. Also mit genau. Nein, war ein fröhliches Lied. Ein fröhliches Lied, okay. Stefan Kießling, dreimal hat's gekracht. Stefan Kießling, leider hat's dir nichts gebracht. Ja, Stefan Kießling, der Löw kann dich nicht leiden. Ja, darum Stefan Kießling,
musst du zu Hause bleiben. Ja, ja, Stefan Kießling, dreimal hat's gekracht. Ja, 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 Stefan Kießling. Ich krach's noch einmal. Sag's aber.